Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz spontanen Video, in dem ich euch mal kurz zeigen wollte, was das neue 3DS-Update kann, das heute überraschend herausgekommen ist. Eigentlich sollte es erst morgen kommen, aber naja, ursprünglich war es schon für viel früher geplant. Also ja, ich bin dankbar, dass es heute schon da ist. Und jetzt werde ich euch erstmal zeigen, was das Update so kann. Das größte Update, zumindest das, was Nintendo am meisten promotet, kann ich euch leider jetzt nicht so direkt zeigen. Da geht es darum, dass man 3D-Videos aufnehmen kann. Also jetzt nicht nur 3D-Bilder, sondern auch 3D-Videos. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist der 3D-Effekt natürlich hier aus, weil ich den eh nicht abfilmen kann. Daher kann ich euch leider jetzt nicht zeigen, wie gut diese Videos in 3D aussehen. Aber ich habe zumindest ein kleines Video schon mal aufgenommen, das ich euch zeigen kann. Das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Wie man sehen kann, ist die Bildqualität einigermaßen in Ordnung. Ist jetzt kein HD, also diese Kamera hier kann bessere Aufnahmen machen, aber hey, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Und wenn wir jetzt hier auf Videoutensilien klicken, dann können wir uns angucken, was wir hier noch so alles bearbeiten können. Viel ist es allerdings nicht, also man kann hier zum Beispiel nur die Geschwindigkeit einstellen. So ist es ganz langsam. So ist es ganz schnell. Nicht besonders aufregend. Was wir auch machen können ist. Moment. Wir können hier einstellen, quasi von wann bis wann das Video verläuft. Also, ne, wenn ich jetzt hier A und B habe, dann kann ich hier ganz einfach einstellen, dass das Video nur von da bis da läuft und alles, was da ist, wird halt quasi weggeschnitten. Ja, weiterhin können wir tatsächlich sogar noch Bilder hier rausspeichern. Also wenn wir sehen, okay, das sieht jetzt wirklich cool aus, das hätte ich gerne auch noch als Bild, ne? Hier, Bild speichern und dann wird man ja klicken und dann hätte man es. Wunderbare Sache. Allerdings freue ich mich persönlich mehr um ein ganz anderes Update, dass wir hier in der, ups, Streetpass Lobby treffen. Da begeben wir uns jetzt direkt mal rein und wir werden sofort feststellen, dass die Streetpass-Lobby um einiges erweitert wurde. Was das im genauen Detail heißt, werde ich euch jetzt direkt verraten, sobald die Streetpass-Lobby bereit ist. Und wir sehen schon, ich treffe auf meinen Bruder. Ja, 53 Mal sind wir uns schon begegnet. Wie konnte das nur passieren? Mario Kart 7, wer hätte das gedacht? Und Matthias möchte gerne heiraten. Bewerbung bitte an info@tendo.de. So, leider habe ich sonst niemanden getroffen. Dabei soll das jetzt irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, auch per Spotpass möglich sein. Aber da bin ich mir noch etwas unsicher, da es bis jetzt einfach noch nicht passiert ist. Ja, und hier sehen wir schon die nächste Neuerung. Es gibt sozusagen Achievements. Als ich die Streetpass Lobby das erste Mal nach dem Update geöffnet habe, wurde ich damit zugeschüttet. Wir können uns die hier mal angucken. Das sind die Leistungen, die ich bis jetzt gesammelt habe. Hier zum Beispiel 100 Begegnungen, 50 Begegnungen. Mii-Charaktere aus insgesamt 10 verschiedenen Ländern getroffen. Und so weiter. Fast alles dank der Gamescom. Aber das ist noch nicht alles. Wir können uns jetzt hier auch in der Jukebox die verschiedenen Lieder anhören. Also wenn ihr da findet, eins ist besonders cool und ihr wollt das den ganzen Tag hören. Wow, ein geiler Groove. Ja, dann könnt ihr das jetzt machen. Was ich aber besonders cool finde, ist die Karte. Die können wir uns hier angucken, die Streetpass-Karte. Hier sehen wir quasi, in welchen Regionen in Deutschland ich schon überall Leute getroffen habe. Ist ganz nett. Es gilt natürlich auch für andere Länder, also hier, ne? Frankreich, Belgien gibt es leider keine Karte, Österreich gibt es leider keine Karte, Australien gibt es keine Karte, aber die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Schweiz, Schweden, Polen, Niederlande, Italien. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass halt so viele Länder, man sieht es hier, keine Karte haben, aber prinzipiell ist die Idee richtig cool und ich hoffe mal, dass die anderen Karten noch nachgeliefert werden. Naja. Scheinbar sind Belgien, Österreich, Australien und so weiter nicht wichtig genug. Vor allem bei Australien wundert mich das jetzt ein wenig, aber gut.
Wer weiß, was dahinter steckt. Trotzdem eine ganz coole Neuerung. Ansonsten gibt es hier noch die Dia-Show. Das ist jetzt nicht so besonders aufregend. Prinzipiell könnt ihr euch hier nur die fertiggestellten Puzzle ansehen. Ne? Wenn ihr A drückt, schaltet ihr direkt zum nächsten. Ist ja ganz nett. Aber die Puzzle konnte man sich auch vorher schon angucken. Also ist das jetzt nicht die größte Neuerung. Ja, aber wenn wir aufs Spielen gehen, dann sehen wir direkt, dass wir wunderbar zum einen Rette die Krone 2 haben. Das ist wirklich eine sehr nette Sache. Kurz zur Handlung. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal noch ein paar Leute anwerben. Ich habe hier noch ein paar Münzen. Kurz zur Handlung. Dieses Mal wurde nicht nur der König entführt, sondern auch der Prinz und die Prinzessin, die ironischerweise genauso aussehen wie der König. Also in meinem Fall hatte auch die Prinzessin einen Bart. Ja. So. Jetzt haben wir Matthias und zwei Hilfshelden. Das sollte doch reichen. Dann wollen wir mal der Krone zu Hilfe eilen. Prinzipiell ist das Spielprinzip nicht groß anders. Hier sehen wir den Prinz, das ist nicht die Prinzessin, aber... Die Prinzessin sieht in etwa genauso aus, nur hat eine andere Krone und eine andere Frisur, die noch weiblicher aussieht. Und wie man hier an der Karte sieht, es gibt jetzt auch Weggabelungen, wo wir uns entscheiden können, ob wir jetzt rechts oder links lang gehen wollen. Ziemlich cool, vor allen Dingen, wenn es wahrscheinlich wieder einen zweiten Heldenmodus gibt. Denn dann ist das ein bisschen interessanter, wenn man dann mal einen anderen Weg geht. Tja, toll, Matthias, du kleine Angsthase. Level 7 Charakter wird einfach mal weggeschickt. Tolle Sache. Dann müssen meine Helfshelden hier mal was anrichten. Ja, zumindest ein bisschen Schaden. Und ich habe zum Glück auch noch einen gelben. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Zumindest das Schild ist weg. Ja, eine neue Funktion, die ich noch nicht ausprobieren konnte und deshalb auch noch nicht viel zu sagen konnte, ich habe es gerade dummerweise vergessen, ist, dass man jetzt teilweise auch Tränke zu sich nehmen kann. Ich kann ja mal gucken, ich werde einfach noch einen Helden an und werde das jetzt mal ausprobieren. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das bewirken soll, denn die Charaktere sind ja quasi mit einem Treffer, naja, nicht tot, aber sie hauen ab. Also ich weiß nicht, wie man sich da heilen kann, ne? Aber wir probieren das jetzt einfach mal aus. Dann werden wir live und in Farbe erfahren, was da großartig passiert. Oh, zwei Helden können sich zusammenschließen. Solche Duos können wohl auch Kombo-Fähigkeiten nutzen. Oha. Oha. Es wird ja immer komplexer hier. Also ihr seht schon, das Spielprinzip ist zwar auf den ersten Blick fast identisch, aber es gibt doch ein paar Neuerungen. Ja, ganz große Klasse. Ich fühle mich ein bisschen verarscht, muss ich ehrlich gerade gestehen. Also nochmal, jetzt heuern wir halt zwei Hilfshelden an, dann wird das schon nicht passieren. Ich habe ja genügend Münzen. So. Noch ein. Ich mach's spannend, ne? Ist aber leider absolut unbeabsichtigt. So. Oh, ja, gut, nehmen wir noch einen dritten. Kann nicht schaden. So, ich habe jetzt einfach nochmal drei neue Helden angeworben und aha. Also über die Farben wird man jetzt scheinbar Helden zusammenschließen können. Also zwei blaue Helden können sich zusammentun. Oder zwei schwarze. Oder zwei gelbe. Ne? Ihr habt das Prinzip wahrscheinlich verstanden. Leider habe ich jetzt nicht zwei gleichfarbige, deshalb kann ich das nicht zeigen. So. Dann wollen wir nochmal gucken, was dieser Zaubertrankdienst bringt. Gefährtentrank. Holt allen Helden zurück in den Kampf. Krafttrank. Levelaufstieg der nächsten Stufe. Schutztrank. Pass auf. Versiegelt gegnerische Magie.
Das ist ja richtig praktisch. Also das ist wirklich cool. Ich glaube, dann werde ich jetzt immer mindestens einen anwerben und den hinter Matthias herschicken, der dann quasi, falls Matthias stört, beziehungsweise flieht, der den dann wieder zurückholen kann, weil Matthias ist richtig stark. Und es hat sogar gereicht. Ich kriege sogar einen Piratenhut. Ich glaube, den setze ich mir sogar gleich mal auf. So, jetzt habe ich euch quasi Rette die Krone 2 gezeigt und komme jetzt zum Puzzletausch. So, wir versuchen einfach mal neue Puzzleteile zu sammeln. Ich fürchte nur, dass Matthias keins für mich hat, weil er das Update noch nicht hatte, als wir uns getroffen haben. Das ist blöd, aber wozu gibt es Spielemünzen? Holen wir uns einfach mal eins. Und? Was ist es? Ein weiteres Puzzleteil für mein Mario Kart 7 Puzzle, das neu dazugekommen ist. Ich weiß nicht, was sonst noch dazugekommen ist. Ich nehme mal an, Mario 3D Land habe ich, glaube ich, schon gehört. Ansonsten weiß ich leider nicht, was es noch großartig Neues gibt. Aber es werden sicherlich so einige sein. Was auch cool ist, ihr seht ja hier diesen lilanen Bereich und die Puzzleteile, die ihr da dort seht, die könnt ihr tatsächlich nicht kaufen, sondern die gibt es nur per Streetpass-Begegnung. Ihr könnt also nicht euch komplett durchfuschen. Wenn ihr niemanden kennt, der einen 3DS hat, ist das natürlich nicht so toll, aber eigentlich ist das Prinzip schon cool, weil es soll ja eigentlich nicht darum gehen, möglichst viele Münzen auszugeben, sondern möglichst viele Leute zu treffen. Außerdem gibt es jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, noch Puzzle, die in weitere Puzzleteile unterteilt sind. Also man kann irgendwie so kleine Teile treffen, die dann irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht sind zwei Teile ein Puzzleteil oder vier Teile ein Puzzleteil. So ganz habe ich das noch nicht verstanden, weil das bis jetzt einfach noch nicht passiert ist. Tja, entschuldigt also, dass ich euch noch nicht alles verraten konnte. Aber ich denke mal, das, was mir unklar ist, werdet ihr, genauso wie ich, in den nächsten Tagen schon rausfinden, wenn wir hier einfach weiterspielen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich habe euch einfach mal gezeigt, was das 3DS-Update so kann. Vielleicht gibt es noch ein paar Kniffe, die ich noch nicht gefunden habe. Die könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.